zum letzten Vortrag der Nachmittagssession und wir haben hier Sören Gebert. Genau. Vom Geoinformatikbüro Dassau. Und Sören, du wirst uns was erklären oder erzählen über die Historisierung von Vektorobjekten mit QGIS und PostGIS. Genau. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Das Fenster ist wieder zu. Ist genug frische Luft reingekommen. Und ich kriege gerade raus, wo wir nachher nach der Veranstaltung, würde ich gerne geschlossen mit allen in den Hörsaal zur Abschlussveranstaltung gehen und um danach dann geschlossen zum Sektempfang zu gehen. Aber erstmal letzter Vortrag des Tages, Sören, für dich. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Sören Gebert und ich arbeite zusammen mit dem Geoinformatikbüro Dassau an verschiedenen QGIS-Lösungen und im Rahmen unserer Arbeit mit Kunden haben wir eine kleine schlanke Lösung gefunden, um Vektordaten mit QGIS und PostGIS zu historisieren. Der ganze Vortrag gliedert sich in drei Abteilungen. Erstmal gibt es ein paar Hintergründe zur Historisierung von Vektordaten, dann stelle ich den Ansatz vor, den wir entwickelt haben und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick, was wir damit noch so planen. So, Hintergründe. Prinzipiell haben alle geografischen Daten einen Zeitbezug. Das ist egal, ob das ja Satellitenbilder sind, zum Beispiel Landsat 8 oder Sentinel 10, Sensordaten, Temperatur, Niederschlag, Flurstücke, Biotope, Infrastruktur und so weiter, digitalisiert als Vektordaten und auch die Attribute von Vektordaten haben prinzipiell einen Zeitbezug. In dem Bereich wird seit den 80er Jahren in der Geoinformatik geforscht, also das Thema Zeit in Geoinformationssystemen und der erste Meilenstein dazu kam, glaube ich, 1988, 89 raus, das Buch Time and Geographic Information System von Gail Langrun. So, es gibt natürlich schon für QGIS einige sehr interessante Lösungen für die Historisierung, vor allen Dingen für die Versionierung von Vektordaten. Das Wichtigste ist QGIS Versioning. Das ist extra dafür designt, dass man das mit lokalen mobilen Geräten synchronisieren kann. Es benutzt PostGIS und Spatial Light. Es verändert allerdings das Datenmodell von den Geodaten, die man dort versionieren möchte. Und es kann komplette PostGIS-Schemas versionieren. Dann gibt es PG-Version, das arbeitet ähnlich wie Subversion, das ist also für konkurrierenden Zugriff auf eine PostGIS-Datenbank gedacht, damit Leute gleichzeitig darauf arbeiten können und dann ihre Änderungen einmergen. Und das kann man natürlich auch benutzen, um verschiedene Versionen historisch quasi vorzuhalten. Es gibt sogar ein Plugin, Konfliktmanagement und das Wichtige ist, werden halt einzelne Tabellen versioniert und das Datenmodell bleibt erhalten. So, und dann gibt es außerhalb von QGIS noch zum Beispiel TGRAS, die zeitlich erweiterte Version von GRAS-GIS. Dort kann man Zeitreihen von Raster-, Vektor- und Voxeldaten erstellen. Der Unterschied aber zu einer PostGIS-Lösung ist, dass die Zeitstempel für gesamte Layer gelten. Dann gibt es PostGIS-T, das wird entwickelt in Brasilien. Das heißt, PostGIS wird um die Zeitdimension direkt erweitert. Davon abgeleitet gibt es PG-Trajectory, was sich mit dem Management von GPS-Trajektorien beschäftigt und zum Schluss noch den QGIS-Time-Manager, der ist quasi zur Visualisierung von Shapefiles vorgesehen, welches in der Attributspalte Zeitinformationen hat. Dann kann man Animationen und so weiter erstellen. Also das ist eine kleine Auswahl von Open-Source-Lösungen, die es schon gibt. Nun sind die Kunden an uns herangetreten und meinten, die hätten gerne schlanke, einfache Lösungen für ihre Datenbestände und haben uns gesagt, ja, wir wollen halt Vektorobjekte verwalten und zwar deren Existenz kann sich ändern, die Form kann sich zeitlich ändern, die Attribute ändern sich, die haben Infrastruktur wie Straßen, die wollen die neu bauen, die Namen umbenennen in ihren Datenbanken, Flurstücke, da ändern sich die Eigentümer, dann werden Flurstücke zusammengeführt, Biotope ändern sich, werden zusammen Grundstücke, also die haben eine ganze Menge an Daten, die sie gern versions- oder historisch betrachten wollen. Die wollen also wissen, wie hat sich denn dieses Objekt über die Zeit verändert und kann ich Zustände herstellen zu einem bestimmten Datum. Also die wollen einzelne Vektorobjekte, egal ob Punkte, Linien, Polygone und deren Attribute historisieren und die wollen halt zu bestimmten Zeitpunkten wissen, wie war der Status, wie war der Stand. Das nächste ist, es soll eine KISS-Lösung sein, Keep it simple and stupid, also sehr einfach, nicht so kompliziert mit Versionen einchecken, auschecken. Es sollten keine Änderungen an den existierenden Geodaten vorgenommen werden, also eine Voraussetzung dafür ist zwar, dass man PostGIS benutzt, aber die Tabellen, die schon existieren, sollen nicht angefasst werden. Dann sollte es eine Datenbanklösung sein, das heißt, die Logik ist in SQL implementiert. Und ganz wichtig, die Standardfunktion von QGIS für das Bearbeiten von Vektoren und Attributen soll verwendet werden, sollen keine neuen Tools dazukommen für die einfachen Sachen wie Löschen, Updaten und Editieren.
Und dann noch ein kleines Plugin zur direkten Analyse der Historie, dass man quasi, man klickt ein Polygon an und dann sieht man, okay, so hat sich das über die Zeit verändert. So, wir haben uns diese Anforderungen halt aufgestellt und haben gesehen, die existierenden Lösungen können das teilweise, aber nicht so einfach, wie wir das gerne hätten. Und deswegen haben wir eine eigene kleine Lösung erstellt, um die geforderten Kriterien zu erfüllen. Okay, kommen wir zu dem Ansatz. Der GDB-Vektor, also der Historisierungsansatz, besteht prinzipiell aus drei Komponenten. Die Verwaltung der Historie der Vektordaten wird in einer speziellen Tabelle gemacht. Das heißt, die Originaldaten werden nicht verändert, sondern es wird eine neue Tabelle angelegt, in der die Versionierung quasi, die Historisierung stattfindet. Und die sieht ziemlich genauso aus wie die Originaldaten mit den zusätzlichen Spalten. Wir verwenden im PostGIS Backend Trigger für Insert, Update und Delete SQL-Anfragen, sodass man auch mit anderen Klienten, nicht nur mit QGIS, sondern anderen Klienten, die prinzipiell mit PostGIS-Daten arbeiten, einfach die Vektordaten verändern kann und die Historisierung wird automatisch erstellt. Ja, das ist also nicht nur auf QGIS gebunden, aber dafür haben wir da gerade das Plugin entwickelt. Und das dritte ist, zur Analyse der Historie und zur Erzeugung von Snapshots, zur Anzeige der gelöschten Objekte, haben wir ein kleines Plugin entwickelt, was es einfach macht, mit diesen historischen Daten quasi umzugehen. So, das Ganze sieht so aus. Wir haben aus dem Internet Alkes Testdaten runtergeladen und einen kleinen Prototypen, also eine prototypische Implementation gemacht. Und die würde ich euch gerne mal live vorführen. Dazu habe ich QGIS schon gestartet. Ich habe zwei PostGIS-Layer eingeladen, die in einem Docker-Container, in einem PostGIS-Datenbank laufen. Und habe zwei Layer, Flurstücke und Gebäudebauwerk. Und für den Layer Gebäudebauwerk, da wurde die History-Tabelle erzeugt. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf rumeditiere, dann müsste ich nachher auch die Änderungen sehen können. Ich zoome mal hier rein. Und ich editiere einfach mal diesen Layer, so wie man das normalerweise macht. Zum Beispiel würde ich gern die Knoten von diesem Polygon mal kurz ändern, dann speichere ich ab. Das ist quasi, ich habe einen Eintrag in der Historie erzeugt, in dem ich abgespeichert habe. Das kann ich da mehrmals machen und abspeichern. Ich kann auch zum Beispiel die Attributtabelle öffnen, kann mir einen Layer, wie man das halt in QGIS macht, selektieren, mir das hier anzeigen lassen und dann mache ich aus dem Verwaltungsgebäude zum Beispiel ein Gebäude für Sportzwecke. So, speichere das ab, habe die Attribute geändert oder ich mache ein Wohnhaus draus und speichere wieder ab. So, das heißt, man arbeitet komplett auf den existierenden Daten. Oh, abbrechen, speichern. Und dann gibt es ein kleines Plugin, dieses hier. Und diesem Plugin kann man sagen, es soll bitteschön alle Vektorobjekte anzeigen, die ich selektiert habe. Zack. Und dann zeigt es mir hier insgesamt drei Vektorobjekte und zwei davon wurden eingefügt, das heißt, sie wurden erstellt und dann wurden sie geändert. Zum Beispiel in diesem ändert sich die Funktion, das vom Verwaltungsgebäude zum Gebäude für Sportzwecke, zum Gebäude für ein Wohnhaus. Das ist quasi dieses Objekt, was ich geändert habe. Und dieses Objekt, das hatte am Anfang diese Form gehabt, danach diese Form und zum Schluss diese Form. Ja, und jetzt kann man auch hingehen und den Layer weiter editieren und zum Beispiel Objekte rauslöschen. Ich sag mal, das hier wird abgerissen. Speichern, das hier wird abgerissen und speichern. Und jetzt hat man die Möglichkeit, mit dem Plugin zu sagen, zeig mir bitte alle gelöschten Features an. Dann wird ein neuer Layer angelegt und dann erscheinen diese beiden Gebäude wieder in dem Layerbaum von QGIS, sodass man sie auch analysieren kann. Okay, und wenn man die dann auch selektiert, dann kann man das Plugin fragen, okay, schau mir Selected Features. Es wurde irgendwann erzeugt und es wurde irgendwann gelöscht, steht auch der Zeitpunkt drin. Und je nachdem, wie man seine eigenen Daten designt, kann man natürlich unterschiedliche Zeitpunkte hier dafür angeben. Und das letzte Feature, was ich euch zeigen möchte, ist das Erzeugen von Snapshots, das heißt zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Der Anfangszeitpunkt, an dem alles vollständig war, war quasi bei dem ersten Insert. Ich nehme diesen Zeitpunkt, der wird jetzt hier unten eingetragen, sage Create Snapshot Layer und dann wird genau zu diesem Zeitpunkt in dem Sinne der Originalzustand der Daten wieder als neue Tabelle hergestellt. Auf der Tabelle kann man dann arbeiten. Die gelöschten Objekte ist einfach nur ein SQL View. Man kann beliebige Views erstellen. In dem Fall habe ich nur gesagt, zeig mir nur die gelöschten Objekte an. So, also es ist eine relativ einfache Lösung für ein noch kompliziertes Problem. So, das Live-Demo. So. Es gibt aber Herausforderungen beim Historisieren und das ist das Aufteilen und Zusammenführen von Vektorobjekten. Ja, also Split heißt in dem Sinne Aufteilen von Vektorobjekten in beliebig neue Vektorobjekte und Merge Zusammenführen von vielen Vektorobjekten in einzelne. Da gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen bei einer Aufteilung werden komplett neue IDs vergeben, das heißt das Urobjekt, die ID fällt weg und die neuen Objekte, die erzeugt werden aus einer Split-Operation, kriegen neue IDs oder die existierende ID wird fortgeführt und alle anderen Objekte, die dazugekommen sind, kriegen auch neue IDs. Ja, und das muss man halt bei der Historisierung irgendwie berücksichtigen. Beim Zusammenführen wird es dann noch komplizierter, das heißt, man kann entweder eine komplett neue ID erzeugen oder IDs weiterführen, aber ein Vektorobjekt hat dann viele Vorgänger, ne, je nachdem, wie viel man mergt. Und da haben wir uns auch was einfallen lassen. Also für das Aufteilen von Vektorobjekten kann man relativ einfach herangehen, weil beim Aufteilen gibt es immer nur einen Vorgänger, wenn man die Historie quasi beschreiben möchte von Objekten, die sich ändern. Und wenn sie gesplittet wurden, möchte man auch wissen, von welchen wurde sie abgeleitet. Man braucht also eine Konsistenz in den Daten. Und beim Aufteilen ist es relativ einfach. Die haben nur einen Vorgänger. Und man kann quasi in der Spalte des Ausgangsdatensatzes dort die ID des Vorgängers eintragen und dem Plugin sagen, bitte lies auch die ID und lad dann die Daten. Die QGIS-Standard-Tools können verwendet werden, aber die Benutzer müssen diese Daten halt händisch eintragen. Das geht halt nicht automatisch. Und das QGIS-Plugin muss dann sich gewahr werden, hey, da ist eine Spalte und die ganzen Vektorobjekte muss ich dann noch zuladen. Beim Zusammenführen ist es dann ein bisschen komplizierter und wir haben uns gedacht, nun, Vektorobjekte haben beliebige Vorgänger und dies kann man dadurch lösen, indem man eine Split-Merge-Tabelle einführt, in dem für alle Vektorobjekte Vorgänger und Nachfolger gespeichert werden. Und wenn man das macht, muss man aber in QGIS für Split und Merge extra Tools implementieren und die muss man auch benutzen, sonst kann keine automatische Historisierung von Split und Merge quasi automatisch erzeugt werden. Das heißt, die Tools müssen sich gewahr werden, wie viel gesplittet wurden und was die IDs sind, um das in die entsprechenden Tabellen einzutragen. Und das QGIS-Plugin muss halt die Split-Merge-Tabelle auswerten. Ja, also das ist unser Ansatz für Split und Merge. So, Ausblick. Also der aktuelle Datenbankansatz, den wir haben, funktioniert nur für einzelne PostGIS-Tabellen, aber wir werden halt dieses Datenbankkonzept auf komplexe Datenmodelle erweitern. Und wir sind auch dabei, die entsprechenden Werkzeuge zu implementieren für Split und Merge, damit man halt in komplexen Datenmodellen auch komplexe Split- und Merge-Prozesse durchführen kann. So, und das war's auch schon. Vielen Dank. Ich war zu schnell. Ja, wir wollen ja nach Hause. Herzlichen Dank, Sören. Spannendes Thema. Wer hat Fragen? Ja, dachte ich mir fast. Wir haben noch ganz viel Zeit. So, genau, fangen wir mit der Dame an. Hallo, ich habe das Problem, ich müsste im Grunde gerichtsfest dokumentieren, wer konnte wann welchen Zustand sehen. Gibt es da irgendwie Erfahrungen, wie man das umsetzen kann? Gerichtsfest, ich wüsste gar nicht, also, was ich darunter verstehen nicht soll. Im Nachhinein nicht mehr verändert werden können? Ja, das kann man einstellen. Man kann also momentan gibt es eine spezielle Tabelle, in der die Historisierung durchgeführt wird. Und die kann man natürlich davor bewahren, dass sie von irgendjemand geändert wird. Was auch sinnvoll ist, man sollte sowieso nicht selber darauf ändern, sondern die entsprechenden Datenbankfunktionalitäten, nur die, denen es erlaubt, da drin zu schreiben. Und dann könnte man das umsetzen, dass kein Nutzer die Historisierungstabelle irgendwie beschreiben darf und dann kann man das quasi garantieren, dass das konsistent bleibt.
Ja, das geht mit Forstum. Dort kann man ganz, ganz detailliert die Benutzungsrechte einstellen, dass die Leute bestimmte Tabellen, sogar bestimmte Spalten ändern oder nicht ändern dürfen. Das kann man machen. Okay. Da vorne. Ja, wenn das Ganze mit Datenbankträgern arbeitet, was ist denn zum Beispiel, wenn man einzelne Tabellen aus einer Sicherung wiederherstellen muss? Also wenn man die Historisierungstabelle hat, egal zu welchem Zustand, aus der kann man immer einen bestimmten Zustand extrahieren. Ja, das heißt, wenn Sie meinen jetzt Backups, wenn Sie Backups genau. Also aus der Historientabelle kann man immer einen Snapshot erstellen, der dem Stand entspricht, wenn man die Originaltabelle verloren hat, sage ich mal so. Ja, kann man das immer daraus erstellen, jeden beliebigen Zustand, sogar also nicht nur für ein Datum, sondern für irgendein Attribut, was in der Tabelle drin steht, kann man eine konsistente Arbeitstabelle wieder erstellen, auf der man arbeiten kann. Okay. Ist der Code so strukturiert, dass der Verbindung zu den Datenbanken alles in der Erweiterung stattfindet, sodass man zum Beispiel es auf eine andere Datenbank umsetzen konnte durch Umprogrammierung? Wenn ja, also unser Ansatz ist so einfach, dass man den in anderen Datenbanksystemen auch genauso implementieren kann. Und da wir die normalen QGIS-Tools benutzen und wenn QGIS einen Treiber für andere Datenbanken hat, Specialized, Oracle und so weiter, dann kann man dieses Prinzip dort auch direkt implementieren. Das Plugin momentan benutzt aber eine direkte PostGIS-Datenbankverbindung, um die Abfragen zu machen, aber das lässt sich auch leicht erweitern. Gut, ich habe hier noch eine Frage. Ja, ich habe witzigerweise ein ganz ähnliches Werkzeug entwickelt, das aber ein bisschen generischer funktioniert, und ich wollte wissen, was macht ihr, wenn die Tabellen sich mal verändern, also wenn zusätzliche Spalten hinzukommen, sich Spalten umbenennen, trackt ihr sowas auch? Nein, das trackt man noch gar nicht. Das ist noch eine sehr einfache Lösung. Okay. Ja. Und eine Sache, die ich mir dann irgendwann gefragt hatte, war, wenn man eine Historie hat, wäre es ja vielleicht auch cool, wenn man kann vielleicht zurückgucken, aber könnte man noch vorherige Schritte, die man gemacht hat, vielleicht zurückdrehen? Ein Update, was man vielleicht doch nicht wollte, oder eine Löschoperation müsste ja eigentlich relativ leicht möglich sein. Man kann immer einen Snapshot erstellen und man kann wenn man das möchte, aus der Historientabelle natürlich die entsprechenden Löschanweisungen rausnehmen, und wenn man dann einen Snapshot erstellt, werden die nicht mehr durchgeführt. Mhm. Ja, also das funktioniert da schon. Ja, okay. Aber Änderungen an den Tabellen, das ist nicht vorgesehen, dass das getrackt wird. Okay, noch weitere Fragen? Gut. Ja, okay. Dann herzlichen Dank nochmal, Sören. Ja, vielen Dank.